Die Stadtgemeinde Ips befindet sich aktuell im Zertifizierungsprozess zur familienfreundlichen Gemeinde. Ein weiterer Schritt ist die Erweiterung der Kinderbetreuung. Wir haben jetzt einen Grundsatzbeschluss gefasst in der Gemeinderatssitzung, eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder von 1 bis 2,5 Jahren zu errichten. Dann können sie ja weitergehen und den Kindergarten besuchen. Und das wird hier heraus passieren, nämlich werden wir den Garten hier erweitern, das Grundstück erweitern, den Kinderspielplatz verlegen. Damit gewinnen wir Fläche und werden hier eine Betreuungsstätte errichten, eine zweigruppige für Kinder eben von 1 bis 2,5 Jahren. Der neu renovierte Spielplatz an der Donaulände bei der Stadthalle wurde wieder eröffnet. Auf die kleinen Besucher wartet ein großes Spielschiff, Sandspielbereich mit Spielturm und Wasserlauf und ein toller Ausblick auf die Donau. Ja, wir haben in letzter Zeit sehr viel in die Donaulände investiert, angefangen vom Bewegungspark auf der einen Seite bis zum Skaterpark auf der anderen Seite. Unsere Stadthalle wurde neu renoviert und da haben wir gesagt, so, jetzt machen wir für die Kinder auch noch was und dann unseren Spielplatz komplett neu gestalten und haben da einiges an Geld in die Hand genommen und heute wird er quasi dann den Kindern übergeben zum Spielen. Mir gefällt am meisten das Wasserspielzeug und ich hoffe, dass wir da öfters mit der Schule im Turnunterricht herkommen. Ein Besuch ist es auf jeden Fall wert.